Heute, was geht ab 2022? Hier ist Hong aus dem Jahr 2020, denn ich mache ein Video, das lade ich, also ich lade es jetzt schon hoch, aber veröffentlicht wird es erst in dem Jahr. Ihr kennt ja diese Nachricht an mich selbst in 10 Jahren, Nachricht an mich selbst in einem Jahr Videos, fand ich immer ernst, gell? Eine Nachricht an uns selbst, TVA, in einem Jahr. Und dann schauen wir mal, was davon alles so wahr geworden ist und was nicht davon wahr geworden ist. Kann auch sein, dass es uns nicht mehr gibt und das Video dann aus dem Nichts kommt, so ein Jahr später. Wundert euch nicht, 2021 steht vor der Tür, Tati. Ja, auf jeden Fall. Also privat hoffe ich mir sehr, dass da jetzt bald mit dem Virus, also dass das Geschichte ist, ja? Dass ich in dem Jahr einfach wieder anfangen kann zu arbeiten. Ich habe ein Ziel, ich möchte mich wieder selbstständig machen. Das versuche ich. Ich möchte gerne weiterarbeiten. Ich bin ein Arbeitstyp. Ja? Und in Sachen Essen oder Kochen definitiv. Ich möchte auf jeden Fall gesundheitlich fit werden. Und möchtest du denen nicht sagen, was 2021 kommt? Foodtruck, also das ist so erst mein erstes Ziel. Oder halt ein eigenes kleines Lokal, ja, je nachdem, was halt besser ist. Aber ich bin schon so der Typ, der eher auf den Foodtruck gehen möchte, weil ich bin davon überzeugt, dass das, hat man auch gesehen jetzt auch durch den Virus, trotzdem ging der Verkauf, Essen läuft immer, Leute wollen essen, gute Sachen auf die Hand und. Also ich denke mal, das hat Potenzial. Das möchte ich auf jeden Fall nutzen und in die Richtung auf jeden Fall gehen. Ja, wie gesagt, privat, gesundheitlich möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen fitter werden. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, man wird auch nicht jünger. Da habe ich auch viel Fehler gemacht, werde aber das jetzt ein bisschen verbessern. Essentechnisch, sporttechnisch, das muss auf jeden Fall auch sitzen. 21 und wird es auch, denke ich. Finanzen laufen bei mir, denke ich mal, so ein bisschen nebenbei. Alles, was ich halt entbehren kann, haue ich rein, möchte ich auch reinhauen, weil man dadurch einfach halt das arbeitet von alleine, Geld arbeitet für einen, das ist, sollte man mitnehmen, egal wie viel man da einfach reinsteckt. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel 2021, ja, da einfach weiterzumachen. Gruppentechnisch finde ich super, dass wir uns da wieder gefunden haben, hoffe, dass wir da 2021 auch bei bleiben, ja, auch wenn es freundschaftlich ist, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Hoffe natürlich aber auch, dass wir das nicht nur in der Freundschaft machen, sondern halt auch in Sachen YouTube oder halt Twitch-mäßig, sage ich jetzt mal. Das ist auch eines meiner Ziele. Das ist halt aber auch die Frage, wo dieses Ziel hinführen soll, ob wir das dann wirklich, ob das halt Vollzeit machbar ist, sowas, oder halt doch nur Teilzeit. Ja, das ist halt die Frage, wer macht was. Natürlich, Hong hat ja auch viel privat, ja, ist halt auch die Frage, ob er da auch, sage ich mal, Vollzeit rein will oder nur Teilzeit. Und wenn es Teilzeit ist, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir da einfach Spaß haben, dass wir einfach weiter Videos machen, ob wir jetzt in Sachen Essen bleiben oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, dass ich da definitiv dranbleibe, YouTube-technisch, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ja, ich denke mal auch definitiv die Zukunft, sowas, ja, also Media, oder ich weiß nicht, wie man sowas nennt, Social Media, ja, ist halt einfach die Zukunft, denke ich. Sollten wir auch mitnehmen, was geht vielleicht, ja, weil wir sind eine gute Truppe. Hoffe, dass die anderen auch ein bisschen vielleicht da mit reinkommen und auch vielleicht ein bisschen mehr, ja, enthusiastischer sind oder mehr Bock haben. Wir werden es sehen. Ich bleibe auf jeden Fall dabei, das ist mein Ziel. Hast du so konkrete Vorstellungen, so view-technisch, zuschauertechnisch, vielleicht erreichen willst oder wo du denkst, okay, in einem Jahr, das wäre gut, wenn wir das hätten? Ja, auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass die Zahlen nach oben gehen. Ich hoffe sehr, wie gesagt, wenn wir jetzt in diesem Bereich Food sind, dass wir die Leute auch ansprechen, die dann zum Beispiel auch die Sachen gut finden, die wir machen, die wir kochen, die sie vielleicht auch nachkochen. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Die Zahl muss steigen, das ist definitiv. Nächstes Jahr muss da was passieren. Ja. Hoffe und ich werde dafür vieles machen, dass da auch was passiert. Ja. Und das war's. Ja, wo fange ich an? Fangen wir mit YouTube an. Natürlich will ich, dass wir da uns erholt haben von der Down-Phase. Und ich denke, in einem Jahr, also das ist dann 1,5 Jahre nach meinem Abgang von Pogo, dass da wirklich die letzten Pogo-Fanatiker weg sind. Der Food-Algorithmus, dann, den wir zumindest angekratzt haben. Krass wäre natürlich, wenn wir wieder konstant auf dasselbe Level kommen würden, was ich in Pogo hatte. Was gar nicht so hoch war. Also ich hatte im Schnitt 5, 6, 7.000, manchmal 4.000 Views. Also im Tausenderbereich, wenn wir da. Und das ist gar nicht so unmöglich. Das geht eigentlich relativ schnell, wenn man einmal drin ist. Mhm.
und da dann das nach oben geht. Und ich sehe für 2021 echt sehr, sehr krasses Potenzial noch. Ich kann es nicht beschreiben, wie krass dieses Potenzial sein wird, weil wir nicht mehr arbeiten müssen. So krass ist dieses verrückte Potenzial, was Barisch da macht. Also wirklich im Sinne von, wenn DFI auf $50 geht, dann bin ich Millionär. Ist nicht unmöglich und sich das vorzustellen, ist einfach verrückt. Nächstes Jahr könnte ich Millionär sein. Heißt jetzt nicht, dass ich das erwarte, also ich kann es mir echt nicht vorstellen. Hong von 2022, ich hoffe, wir sind Millionär gewesen. Aber falls das alles passiert, dann gibt es ein paar Sachen, die ich mir ermöglichen kann. Unter anderem wäre das Twitch-mäßig dann. Krassen Raum, krasses Setup. Februar ziehe ich um. Da haben wir ein bisschen mehr Platz, dann geht auch mehr da und das ist ja dann meins, was ich dann privat dann einrichten kann, weil wenn wir bei Chong sind, ist die Technik nicht natürlich das, was wir brauchen. Ja. Und da werde ich auf jeden Fall einen krassen Streaming-Setup aufbauen, weil das ist mit Wohnküche, darauf habe ich geachtet. Das ist einfach riesig, da können wir kochen und streamen und alles machen. Wenn ich da alles aufgebaut habe und mit PC und so verbunden habe für Streamen, für Setup, OBS, 2-3 Kameras aus jedem Winkel mit Stream Deck, wo man dann rüber switchen kann, die verschiedenen Szenen. Es ist jetzt Dezember 2020. Barisch hat fünfstellig verdient diesen Monat. Ich nicht ganz fünfstellig, aber auch nicht so viel weniger. Und das ist Geld, was ich nutzen kann 2021 hoffentlich für verschiedene Sachen. Wie unter anderem Twitch, alles dank Barisch und Bitcoin. Bitcoin-mäßig, der wird noch steigen, Leute. Was aber auch gut ist, weil arbeitstechnisch sieht 2021 echt schlecht aus, also von meinem normalen Hauptjob. Wir haben jetzt ein Jahr fast nichts reinbekommen, natürlich konnte nicht viel stattfinden und die werden jetzt dann 2021 schließen. Ich habe jetzt extra diesen Monat noch extra mehr Arbeit gemacht, damit ich mir ein paar Reserven aufbaue und Januar, Februar gibt es noch Arbeit für mich, weil ich so krass bin, dass ohne mich nichts läuft und dann ist Schluss. Aber ist gar nicht so schlimm, weil wie gesagt, je nachdem wie die Finanzen laufen, mache ich mir momentan, obwohl ich dann die Haupteinnahmequelle momentan verliere, gar nicht so viele Sorgen. Klingt komisch, weil ich bin eigentlich echt überzeugt von diesen Touren, aber wenn Bitcoin läuft, dann ist es komisch, dann denkt man sich, okay, irgendwie lohnt sich das gar nicht so viel Zeit und Mühe, sich zu investieren in das und das aufzubauen, wenn du nebenbei so viel Geld machst, aber ich glaube trotzdem daran und ich will auf jeden Fall da die ersten Touren starten und sagen wir mindestens eine andere Stadt, aber ich hoffe zwei weitere Städte hinzugefügt haben. Vielleicht nochmal ein bisschen reisen, dies, das, nochmal eine Deutschland-Tour, eine Döner-Deutschland-Tour, die besten Döner Deutschlands testen, Top 10 oder sowas. Alles was halt finanziell da machbar ist, was jetzt dann, falls alles klappt, man weiß es halt echt nicht, kann auch alles hier und dann in einem Jahr bauen. Sind wir hier am Pennerplatz als Penner. Es ist echt verrückt, Leute. Also wir könnten, also ich könnte in einem Jahr hier als Penner sein oder als Millionär. Das ist so überkrass, aber ja, ich denke, wir werden 2021 echt ein anderes Level erreichen. Und ich hoffe, wir haben 2021 ein anderes Level erreicht, wenn wir jetzt, wenn jetzt das Video veröffentlicht wird und dann rückblickend, da sind so viele Sachen, die kommen könnten. Chong startet seine Karaoke-Bar. Da sehe ich auch viel Potenzial. Barisch hat jetzt schon seinen Job aufgegeben und geht Vollzeit da rein. Und wie mehr Zeit er darin investiert, desto besser eigentlich und krasser wird er. Und desto besser für uns. Besser für uns, ja. Der regelt da echt alles und so viel Luft nach oben. Nico, der Vlog-Channel, er startet durch. Er fragt jetzt schon die ganze Zeit nach YouTube-Sachen. Also Nico von 2022, ich hoffe, du hast deinen Vlog-Channel gestartet bis dahin. Auf jeden Fall, das war's von uns heute. Ich hoffe, davon wird alles wahr. Das wäre echt traurig, wenn das in einem Jahr nicht mal annähernd so wäre. Aber man weiß es echt nicht. Man weiß es echt nicht. Ja. Man weiß es echt nicht. Ich bin gespannt auf dieses Jahr. Ich bin gespannt auf dieses Video, das dann in einem Jahr hochkommt. Das war's von uns, Leute. Kurs geht raus an 2022. Ich hoffe, bis dahin ist es immer noch serious business.